Aufstiegsrennen gegen Abstiegskampf. Der SV Sandhausen empfängt den Halleschen FC. Nachdem beide Teams ganz gut ins Jahr 2024 gestartet sind, möchte Jens Keller mit seinem Team den nächsten Dreier einfahren und sich so ein bisschen ranpirschen an die Aufstiegsplätze. Rein in die Partie, die Gäste in den schwarzen Trikots zu Beginn mit sehr viel Kontrolle und dann auch mal mit einem Vorstoß. Hier der Abschluss von Bocker und der Nachschuss von Halimi. 16. Spielminute, erste kleine Anmeldung. In der ersten halben Stunde geht hier offensiv gar nichts für Sandhausen. Wenn, dann ist es Halle, auch wenn die sich eher zärtlich annähern an das gegnerische Tor, ohne wirklich drückend zu sein. Dann Sandhausen mal in der Offensive mit Sebastian Stolze. Der Ball wird verlängert am kurzen Pfosten, fällt durch für Weig und dann ist das Ding im Tor. Greil, der Neuzugang im Winter aus Wien gekommen mit dem 1:0. Und es ist wahrhaftig, auch wenn die Formulierung zu oft benutzt ist, ein Tor, das aus dem Nichts kommt. Sandhausen hat bis dahin keine Aktion in Richtung des gegnerischen 16-Meter-Raums gehabt. Und dann fällt das Ding plötzlich natürlich klasse verarbeitet von Greil mit dem Rücken halb zum Tor. Und in dieser Phase ist Halle jetzt völlig überfordert, völlig neben der Spur, geschockt vom 1:0. Lassen eine nach der anderen Großchance zu. Da ist Ben Baller plötzlich völlig frei nach einer Ecke. Das ist die 37. Minute. Große Chance zum 2:0. Aber da kommen noch mehr bei den Gastgebern. Nur 2 Minuten später wieder die Flanke von außen. Kopfball Stolze am langen Pfosten ist wieder Kleil. Und der Pfosten hilft aus. Dusel für Halle, dass Sandhausen hier nicht das 2:0 oben drauf packt. Wieder ist der Österreicher ganz nah dran. Aber dieses Mal kann er nicht verwehren. So ist es nur in Anführungszeichen ein 1:0 nach 45 Minuten für die Gastgeber. Rein in die zweite Hälfte. Halle versucht, die alte Ordnung wieder zu bekommen. Lofolomo, was macht der denn? Der rutscht weg. Das ist Pink im 1:1. Den muss er doch machen. Markus Pink, 56. Spielminute. Der zweite österreichische Neuzugang scheitert im 1:1. Und das Ding zum 2:0. Eigentlich schon mit einberechnet. Sandhausen in der zweiten Hälfte sehr kontrolliert, sehr abwartend. Defensiv lassen sie gar nichts zu. Offensiv melden sie sich immer mal wieder. Otto mit dem Schuss aus der zweiten Reihe, der knapp am linken Pfosten vorbeigeht. Klasse, freigespielt. Und von Halle kommt irgendwie so gar nichts in der Offensive. Hier mal ein langer Versuch. Bereits 5-mal gewechselt zu dem Zeitpunkt. Und Lofolomo aus der Distanz, 84. Minute, das war schon mit die gefährlichste Szene, die Halle in dieser Phase so produzieren kann. Es geht irgendwie heute nichts in Richtung gegnerisches Tor. Dann die 90. Die Flanke von Sasa. Und da ist Berko, der kommt zu Fall und die Pfeife ertönt. Es gibt tatsächlich 11 Meter und wir sehen schon den Schuh in den Händen von Erich Berko. Der wird ihm ausgezogen von Geschwill. Der zieht und tritt ihm hinten drauf. Klare 11-Meter-Entscheidung. Und so tatsächlich auch hier wieder aus dem Nichts, wenn man so will, die Chance zum Ausgleich. Jonas Niedfeld, der Mann für alle Fälle bei Halle. Sensationell. 1:1. Halle weiß gar nicht, wie ihnen geschieht, nachdem Sandhausen eigentlich so häufig hätte erhöhen müssen. Gleichen sie kurz vor Schluss aus und das Spiel endet 1:1. Wir sind erstmal zufrieden, dass wir gepunktet haben. Nach dem Rückstand sind wir wieder zurückgekommen. Ich glaube, dass wir über 19 Minuten mindestens einen Punkt verdient haben. Wir haben zwar nach dem 1:0, das wieder aus dem Nichts kam, ein paar Minuten gebraucht, ein bisschen geschwommen, sehr viele Standards zugelassen. Aber ich glaube, dass wir wieder ein vernünftiges Spiel gemacht haben. Ja, wenn du die nicht machst, kannst du nicht gewinnen. Dass du mal ein Tor kriegst, ist klar. Aber ich meine, mehr Chancen kann man nicht rausspielen, wie wir heute hatten. Und ja, verlorene 2 Punkte. Riesenglück bei Halle und Frustration bei Sandhausen nach diesem 1:1. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.